kann man hier ja gar nicht mehr raus. Nächsten Schaltvorgang schaltet er wieder hoch, ne? Der Knopf wäre gedrückt, hops an. Und da vorne ist schon unsere Tankstation. Sehr gut. Normalerweise sollte man sehr günstig tanken hier. Sind wir schon in Arizona? Nein. Dann tanken wir nicht so günstig. Dann tank mal hier. Genau. Wenn wir noch nicht in Arizona sind. Denn dort, wenn ich mich richtig erinnere, war es besonders günstig. Kilometertechnisch müsste sich eher locker ausgehen. Schlafenstechnisch, was stehen wir da? 5 Stunden. Gute noch, okay. Das heißt, wir fahren eigentlich jetzt ziemlich weit und haben dann nur mehr gute 2 Stunden Fahrt vor uns am nächsten Tag. Ne? Cool. Eine 7 Stunden mehr Fahrzeit, 260 Meilen noch. Harald hat wieder ein bisschen Geld reingebracht. Sehr schön, da freue ich mich. Oh, und das Geschwindigkeitslimit wurde erhöht. Sehr schön. Das heißt, wir sind in Arizona. Das freut mich, das freut mich. Ich würde noch hochschalten, aber wir haben ja keinen Gang mehr, ne? Und da vorne fahren wir ab. Das heißt, wir reihen uns gleich hinter dem hier ein. Wahrscheinlich mit der dritten wegrollen dann. E5 wäre besser gewesen. Die immer mit den 25 dafür, ne? Ungute Geschwindigkeit. Ja, passt ganz gut mit dem Schlafen da, denke ich. Wobei unbedingt leicht wird es da, glaube ich, nicht zu schlafen, ne? Nee, das ist mir beides bessere wär's. Na gut.
Wir schlafen erst dort, wenn wir tanken. Wird sich schon ausgehen in Flagstaff. Da können wir geradeaus durchfahren und fahren erst nach links. Am Ende der Straße. Schön grün bleiben. Scheibe. Hat sich nicht daran gehalten. So, da vorne fahren wir auch wieder auf die Autobahn. Hoffentlich kommt keiner, hoffentlich kommt keiner. Doch, da kommt einer. Ah, jetzt geht's. Zwei noch, einen noch. Tempomat rein und los geht's. So, guter Mann, kommst du nicht nach vor? So ein Pech. Meilen noch. Das Schlafen, Tanken wird, also Tanken geht sich sicher aus. Schlafen, ja, da könnte schon ein wenig müde sein, unser Mann. Unser Driver hier. Könnte ich mir vorstellen. Hat sie immer souverän vorbei, gerade mit dieser leichten Ladung eigentlich. Wenn wir hier dran haben, ne? Da fahren wir eh gerade drüber, sehr schön. Und den Flagstaff fahren wir dann nach oben weg. Ah ja, da fängt er auch schon an zu gehen, in unserem Mann. So, na komm. Gut. Wieder schauen. Fällt mir ein, ich könnte auf die Website den Durchschnittsverbrauch einbringen. Haben. Wir wissen ja, wie oft dass wir tanken fahren, da können wir auch den Durchschnittsverbrauch ausrechnen. Ne? Ah, ja, ist vielleicht eine gute Idee. Mehr Statistiken gehen immer. Ja, ja. Es ist rot geworden, das Bett. Dann links halten, glaube ich, ja. Wir legen uns gleich schlafen, kein Problem. Ist der einmal im Kreis gefahren, oder wie? Mit seinem Track.
einmal 25 die Spinnen noch her. Sie werden müde, ja? Deswegen fahren wir jetzt auch auf den Parkplatz hin. Oh, er wird wirklich schon müde. Ja, wir fahren da rechts rüber. Fertig sind wir. Zuerst wird getankt und dann wird geschlafen. Ja, 53 Cent, ne? Schauen wir mal, was reingeht. 908 Liter, alter Schwede. Dann hauen wir uns zum Schlafen hin. Ja, ich weiß, ich werde müde. Warum fahre ich wohl hierher? Weiter geht's, noch circa 2 Stunden Fahrzeit, wie ich es prophezeit habe, 70 Meilen. Und noch 10 Stunden Zeit, den Auftrag abzuliefern, ne? Danke fürs Stehenbleiben, guter Bus. Ja, haben wir gerade das Getriebe zerstört, ne? Das erste Mal seit langem. Natürlich. Sehr schön. So, 70 Meilen noch. Da hätten wir auch tanken können, aber es kostet ja hier auch normalerweise gleich viel. Sind wir hier hoch schon mal gefahren? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube aber nicht, ne? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Nö, hier sind wir sicher noch nicht gefahren. Cool. Da.